Welcome back to our meetings. Herzlich willkommen zurück zu unserer Nachmittagsveranstaltung. After having some lunch, and I hope I don't lead you to sleep at this moment. Also ihr habt gut gegessen und ich hoffe, ich rede euch jetzt nicht in den Schlaf. At least in Poland, somebody told me a story that there was a preacher. I don't know if you heard a preacher and a bus driver that went to heaven. Also in Polen erzählte man mir die Geschichte von einem Prediger und einem Busfahrer auf dem Weg in den Himmel. And when both of them arrived over there, the bus driver was allowed to enter paradise. Und als sie beide da ankamen, durfte der Busfahrer hinein. And he was rejoicing there, but when the pastor came, the preacher, he was denied. Und der Busfahrer freute sich, aber als der Prediger hinein wollte, hat man ihm das verweigert. And then he asked, but how does it come that I preached all my life through and you leave me out of paradise? And this driver who just drove his bus over there and he was a bad driver, he is allowed to enter paradise. Und er fragte der Prediger, wie kann das sein? Ich habe mein Leben lang gepredigt und dieser Busfahrer, der nur Bus gefahren ist, darf ins Paradies. And then they mentioned, St. Peter is supposed to have mentioned. Und dann hat der heilige Petrus sozusagen angeblich gesagt, while you were preaching, everybody was sleeping. Während du gepredigt hast, hat jeder geschlafen. But while he was driving, everybody was praying. Aber während er fuhr, hat jeder gebetet. I hope it does not happen to me. Ich hoffe, mir passiert das nicht. Okay. At what time are we supposed to be through? We arrive around 45 minutes. Do you know what is the time for us to finish? Otherwise, we take the whole afternoon. You better you set a time. I think you have around 45 minutes. Okay. Well, the topic that we will be addressing is specifically about independent ministries. Also heute Nachmittag werden wir speziell über Splittergruppen, über unabhängige Dienste sprechen. From a historical perspective. Und zwar werden wir heute eine historische Perspektive vornehmen. And I will first address a little bit how they started. Und ich werde zuerst darüber sprechen, wie diese Splittergruppen begannen. My temptation would be to go more into the different kinds that we have today. Also ich bin versucht, über die verschiedenen Arten von Splittergruppen zu sprechen, die wir heutzutage haben. But I decided to leave this part out. To shorten it, better saying. Aber ich habe mich entschlossen, diesen Teil zu kürzen. And to go more into the psychology of dissidents. Und mehr so über das Denken, die Psychologie von Leuten aus Splittergruppen zu reden. And then later on I will explain the reason for it. Und später werde ich euch den Grund dafür erklären. Okay, we have self-supporting ministries. Also wir haben die sogenannten selbstunterhaltenden Dienste. And some of those really are helping the church a lot. Und einige von diesen helfen der Gemeinde wirklich sehr. You take for instance one called Adventist Frontier Mission. Denk zum Beispiel an Adventist Frontier Missions. They go to places where the organized church has been unable to enter. Sie betreten Gebiete auf dieser Welt, die die organisierte Gemeinde noch nicht betreten konnte. And they establish Adventist presence in those places. Und sie gründen dort adventistische Gemeinden an diesen Orten. There are many other ones also that are self-supportive, positive groups. Und es gibt noch eine ganze Reihe anderer wirklich positiver selbstunterhaltender Gruppen. But we have also negative ones. Aber wir haben auch die negativen. And the difference between them, as you can see in the screen. The positive ones support the mission of the church. Aber der Unterschied ist, und ihr könnt das hier sehen auf der Leinwand, die positiven Gruppen unterstützen die Gemeinde. And the other one undermine the mission of the church. Und die anderen unterwandern oder unterminieren die Mission der Gemeinde. Usually the supportive or the positive or supportive ministries, they ask somebody from the local conference to be part of the board of trustees or whatever, but there is official representation of the church leadership in their board. Normalerweise bitten die positiven selbstunterhaltenden Dienste
die Vereinigung, jemanden in ihren Verwaltungsausschuss zu entsenden. The negative ones, they do not have this kind of church, official church representation. Bei den negativen Gruppen gibt es so eine Repräsentation der offiziellen Gemeinde nicht. They go where they want. Die gehen dorthin, wo sie wollen. They do what they want. Sie tun, was sie wollen. They do not ask any permission for the official church. Und sie bitten die offizielle Gemeinde um keine Erlaubnis. And they even criticize the church of apostasy. Und sie kritisieren die Gemeinde und klagen sie des Abfalls an. We believe that there is apostasy in the church. Wir glauben, dass es Abfall in der Gemeinde gibt. But we don't believe that the church is in apostasy. Aber wir glauben nicht, dass die Gemeinde als Ganzes sich im Abfall befindet. And that makes the whole difference. Und das macht den großen Unterschied aus. For them the church is in apostasy. Für sie ist die Gemeinde als Ganzes im Abfall. Yeah, that's those are the ones that really cause challenges to the church. Und das sind die Gruppen, die für uns wirklich eine Herausforderung sind. I have a book here and is also in the screen. If you want to study, the title of this book is The Edges of Seventh-day Adventism. Also der Titel dieses Buches ist so die Ecken und Kanten des Siebenten-Tags-Adventismus. If you want to study a little bit more, it does not go specifically about self-supporting ministries, but of the offshoots of the church, here you have a good book, maybe the best one. Also wenn ihr so ein Buch über Splittergruppen sucht, das ist das Beste. Let's go back to what we discussed this morning. Schauen wir uns noch einmal an, was wir heute Morgen diskutiert haben. I use this graphic to illustrate, and over there the title was The Shaking of the Church. Und ich habe das heute Morgen benutzt, um die Sichtung der Gemeinde zu illustrieren. Yeah, but now is about the polarizing trends of the church. Aber heute Nachmittag geht es um die polarisierenden Trends in der Gemeinde. I will not explain it over again because we did it already. Und ich werde jetzt nicht alles erklären, denn das haben wir schon getan. But just to have a historical framework to make it easier, we have there some dates like when the liberal, better saying, official liberalism was organized. Also um einfach einen historischen Rahmen zu haben, hier sieht man, wann der Liberalismus sich organisiert hat. And then you have the traditionalism as a reaction to liberalism. Und dann haben wir als Reaktion den Traditionalismus als eine Reaktion auf den Liberalismus. And then you have this group here, for them the reference is modern culture. Und für die eine Gruppe ist der Referenzpunkt die moderne Kultur. And for the other one is the ancient tradition. Und für die andere Gruppe ist der Referenzpunkt die alten Traditionen der Referenzpunkt. For one group, whatever is modern is acceptable. Für die eine Gruppe, das was modern ist, ist akzeptabel. And this group here could be considered more evangelical than Adventists. Und die untere Gruppe könnte mehr als evangelikales, adventistisch bezeichnet werden. For the other group, the old tradition or the ancient tradition is the point of reference. Für die andere Gruppe orientiert sich sehr an den alten Traditionen. And so for this group here, they are more Adventists than evangelicals. Und so ist diese Gruppe mehr adventistisch als evangelikal. And we have to keep a good balance between those two elements so that we don't go to one extreme or to the other one. Und wir brauchen eine gute Balance dieser beiden Elemente, damit wir nicht in die eine oder andere Richtung abfallen. But we have to be careful because not everywhere, or we cannot be always balanced. Aber wir können auch nicht immer ausgeglichen und ausgewogen sein. And I learned this, I had a meeting somewhere and the person reacted and said, well, you spoke that we have to be balanced. And Laodicea is also balanced. Also, it's not warm, it's not cold. So. jemand sagte mir, du sprichst immer davon, dass wir ausgewogen sein, sondern Laodicea ist auch ausgewogen, ausgeglichen, nicht heiß und nicht kalt. Ja, yeah, in this case we have to be really committed. Also in diesem Fall müssen wir wirklich ganz hingebungsvoll sein. And we mentioned here that the internet changed completely the profile and the challenges of our church. Und wir haben auch darüber nachgedacht, dass das Internet
und sich die Herausforderung für die Gemeinde stark verändert hat. Today we have everything that's good available over there and everything that's bad. Heute finden wir dort all das Gute und all das Schlechte. Going a little bit more into liberalism, let me just mention that the emphasis is in culture. Also beim Liberalismus, lass mich das betonen, liegt die Betonung auf der Kultur. And reviewing a little bit what we already mentioned this morning, crucial for the development of liberalism was the acceptance by some individuals of the historical critical method. Und um das zu wiederholen, was wir heute Morgen sagten, ganz, ganz wichtig für den Liberalismus ist die Akzeptanz von einigen der historisch-kritischen Methode. And that started mainly, most the impact was started to be really significant in the 60s. Und dieser Einfluss war besonders spürbar, beginnend mit den 60er Jahren. In 1967, the Association of Adventist Forums was established. Also 1967 wurde die, ja, eine Assoziation, ein adventistisches Forum gestartet. And the reason for it some scholars believe that the church did not open for dialogue. Und der Grund dafür war es, dass einige dachten, dass die Gemeinde nicht offen ist für offenen Dialog. And so they believed that was the place where they would have free forum for discussion. Und so glaubten sie, dass sie damit jetzt ein Forum für freie Diskussion haben. 2 years later, they published the first number of Spectrum magazine. 2 Jahre später erschienen die ersten Ausgabe des Spektrum-Magazins. And this magazine at the beginning was supposed to be balanced, to present people ideas from one side and from the other one. Und am Anfang war der Gedanke für diese Zeitschrift, dass sie wirklich ausgeglichen sein soll und die Argumente beider Seiten darstellt. But later on, very soon we could realize that it was towards liberalism, really. Aber schon bald konnte man sehen, dass diese Zeitschrift wirklich Richtung Liberalismus ging. More critical of the church than allowing responses to the criticisms. Und sie waren sehr kritisch der Gemeinde gegenüber und haben keine Antworten auf diese Kritik zugelassen. To such extent that even the former General Conference President Neil Wilson made a statement distancing himself from Spectrum. Und es ging so weit, dass der frühere GK-Präsident Neil Wilson sich von Spectrum distanziert hat. Then you know the Ford crisis. Und dann hatten wir die Ford-Krise. And in 1981, if I am not mistaken, his official independent ministry, Good News Unlimited, was established. Und 1981, wenn ich mich nicht irre, wurde seine unabhängige Institution gegründet, Good News Unlimited. Yeah, it was shortly after Glacier View that took place in 1980. Also das war kurz nach dieser Konferenz in Glacier View 1980. You have many other ones also that are operating, but I am mentioning just the beginning. Ja, und daneben gab es viele andere, aber ich erwähne hier nur den Anfang. Responses to these specific challenges you have from the hermeneutics, from responses to the liberal trend you have first from the hermeneutical perspective. Ja, also die ersten Erwiderungen auf diese liberale Trends kamen aus der hermeneutischen Perspektive. Already in 1974, there were 3 symposiums or symposia of biblical hermeneutics. Also schon 1974 gab es 3 solcher Symposien über biblische Hermeneutik. And a book was published on this matter also. Und es wurde auch ein Buch zu dieser Thematik herausgebracht. The same title of the symposium. Mit dem gleichen Titel wie das Symposium. Another crucial document is the one titled Methods of Bible Study, also known as the Rio Document. Ein weiteres Dokument, das auch als das wahre Dokument bezeichnet wird, heißt die Methoden des Bibelstudiums. Yeah, it's called the Rio de Janeiro Document because it was voted there. Also es wird das wahre Rio de Janeiro Dokument genannt, weil es dort verabschiedet wurde. By the Annual Council of 1986. Und zwar von der Herbstversammlung der Generalkonferenz im Jahr 1986.
About the theological discussions with special reference to the sanctuary, we had also some important documents. Auch aus theologischer Perspektive, besonders in Bezug auf das Heiligtum, gab es auch zwei Dokumente. First, the Glacier View meetings in Glacier View, at the Glacier View Ranch, who is a Seventh-day Adventist camp meeting retreat place. Okay, das erste war eine Tagung in Glacier View, das ist ein Ort, wo adventistische Camp Meetings stattfanden. In Colorado. Das befindet sich in Colorado. And from there on, a series of seven volumes of the DARCOM series, that stands for the Daniel and Revelation Committee series. Und von dort ausgehend wurden sieben Bücher über die Bücher Daniel und Offenbarung veröffentlicht. Many other books, doctoral dissertations, articles were published. Und viele andere Bücher, Artikel oder Dissertationen wurden veröffentlicht. About traditionalism, it already explains, the emphasis is in tradition. Wie schon der Ausdruck Traditionalismus sagt, ist die Betonung hier auf der Tradition. And I would just ask forgiveness for not going into too many details, otherwise we will not be able to finish our presentation on time. Verzeiht mir, wenn ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehe, sonst werden wir heute nicht mehr fertig. But two North American missionaries, Wieland and Short, were working in Africa. Aber zwei adventistische Missionare, Wieland und Short, arbeiteten damals in Afrika. And they came across with a book that was published in English titled The Fruitage of Spiritual Gifts. Und sie bekamen mit einem, did they write this book? Yes. Also sie schrieben ein Buch. Nein. They came across, okay. They read a book. Okay, sie stießen, also sie lasen ein Buch mit dem Namen Die Frucht der geistlichen Gaben. Yeah. And the title of the, I mean the author of the book was somebody by the last name Christian. Und der Autor war jemand mit dem Nachnamen Christian. And by reading that book, they came across of Ellen White's contribution in 1888 in Minneapolis. Ja, und in diesem Buch lasen sie auch etwas über den Beitrag, den Ellen White leistete bei der Generalkonferenz von Minneapolis. And the author said that Ellen White's contribution was outstanding over there, was a victory. Und der Autor sagte, dass der Beitrag Ellen White zu dieser Generalkonferenz wirklich außerordentlich war. When they read that article, they said, that's not true. It's exactly the opposite. It was a shameful situation and was a disaster. Und als sie das so lasen, dachten sie, Moment mal, das war doch eigentlich genau andersrum. Das war ein Desaster, was damals passierte. And that was the beginning of what is called the 1888 message or movement. Und das war der Beginn der 1888er Bewegung. And for them, the church committed in 1888 a corporative sin. Und aus ihrer Sicht hat die Gemeinde als Ganzes 1888 gesündigt. And the church will only receive the blessing of the latter rain when in a GC session a vote will be taken of corporative repentance. Und sie sagten, die Gemeinde wird den Segen des Spätregens erst empfangen, wenn auf einer Generalkonferenz, Vollversammlung, so eine gemeinsame, quasi eine Buße ausgedrückt wird dafür. The leadership of the church did not accept it because there was not an official denial of justification by faith. Die Leitung unserer Gemeinde hat das nicht akzeptiert, weil es damals keinen offiziellen Beschluss gab, der die Botschaft der Gerechtigkeit durch den Glauben ablehnte. And the evidence for it is that there was a struggle, otherwise everybody would be together, united, denying it. Und so wie die Fakten liegen, gab es damals eine Auseinandersetzung darüber, sonst wäre das Ergebnis ja eindeutig ausgegangen. Since no vote was taken there, there is no reason for take a vote now. Also, da damals keine Entscheidung und keine Abstimmung stattgefunden hat, besteht kein Grund für eine weitere Abstimmung. And in the book of Ezekiel, you have even that statement that says that the son will not bear the guilt of the parents. Und in Ezekiel lesen wir auch die Aussage, dass die Söhne nicht die Schuld der Väter tragen. The Mormons believe in baptism for the dead. Die Mormonen glauben an die Taufe für die Toten. But we don't. Aber wir nicht. Why should we repent for the dead? Warum sollten wir für etwas Buße tun, was Tote getan haben? I am responsible for my own behavior
behavior. Ich bin nur verantwortlich für mein eigenes Verhalten. But not from people who I never met. Aber nicht für das Verhalten von Menschen, die ich nicht einmal getroffen habe. But this 1888 movement of corporative repentance continues till now. Aber diese Bewegung, diese 1888er Bewegung, die zu dieser gemeinschaftlichen Buße aufruft, die ist bis heute lebendig. Then you have M.L. Andreasen. Und dann gibt es M.L. Andreasen. I put a year 1957, but the discussion started before 1955. Also ich habe hier das Jahr 1957 aufgeführt, aber im Grunde begann die Diskussion schon 1955. You remember that some evangelicals came to the General Conference to know better what we believed. Also es gab damals einige Evangelikale, die zur Generalkonferenz kamen, um besser zu verstehen, was wir als Adventisten glauben. And there you had somebody by the last name Reed. Und wir hatten unter ihnen jemanden mit dem Nachnamen Reed. Froom. And Anderson. Und Anderson. Those were the three main. Even they call them the Frieda group. Frieda, like the name of a lady. Also sie nennen sie die Frieda-Gruppe. Yeah. But Andreasen was not invited. Aber Andreasen wurde damals nicht eingeladen. And it seems some historians suggest that he would like to have been invited. Und einige Historiker legen nahe, dass er gern eingeladen worden wäre. But he was not happy with the results of the discussions that came out of that meeting. Aber er war nicht sehr zufrieden mit den Ergebnissen dieses Treffens. And he believed that Christ came exactly with the same human nature as we do have. Und er glaubte, dass Christus mit genau der gleichen menschlichen Natur auf die Erde kam, wie wir sie heute haben. Just that he did not sin in acts. Mit dem Unterschied, dass er nicht gesündigt hatte in Taten. And also he did not accept our understanding or the understanding of atonement that was presented. Und auch stimmte er nicht überein mit dem Verständnis der Versöhnung, das damals so dargestellt wurde. And from there on he decided to state very clearly that the leadership of the church was in apostasy. Und seitdem hat er sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass die Leitung der Gemeinde sich im Abfall befindet. He was not afraid of putting the whole General Conference leadership in that boat. Also und er hat sich nicht gescheut, die ganze Leitung der Generalkonferenz in dieses Boot zu setzen. You saw key people were criticizing the church from within. Also Schlüsselpersonen haben die Gemeinde von innen heraus kritisiert. And then you have also our firm foundation that we mentioned before. Und dann gibt es diese Zeitschrift Our Firm Foundation, unser festes Fundament, das wir schon erwähnt hatten. With many interesting articles. Mit vielen interessanten Artikeln. But also with some other ones that we would not endorse. Aber auch mit einigen Artikeln, die wir nicht befürworten können. And you have several other independent ministries and a lot of them. Und daneben gibt es noch viele andere dieser unabhängigen Institutionen. They blame, of course, I am trying to generalize and put all in the same boat. Also ich versuche jetzt, das jetzt allgemein darzustellen und sie alle in ein Boot zu setzen. We would need time to separate them and categorize them. Wir bräuchten mehr Zeit, um hier differenzieren zu können. But to have an idea, looking more from the perspective of, let's say, the anti-Trinitarians. Also schauen wir uns einmal die Perspektive der Anti-Trinitarier an. They started saying that the church apostatized officially in 1980 with 27, now 28, but in those days 27 fundamental beliefs. Which year? 1980. Okay, also Sie sagen, dass die Gemeinde in den Abfall geriet 1980, als sie die 27 Glaubenspunkte formulierte. And there is a clear reference to the Trinity. Und da findet sich ja ein klares Bekenntnis zur Dreieinigkeit. Then later on they discovered that in the book Questions on Doctrine the Trinity is also mentioned. Und später entdeckten sie dann, dass schon in dem Buch Questions on Doctrine die Trinität erwähnt wurde. So we apostatized a little bit earlier. Also sagten sie, die Gemeinde ist schon etwas früher abgefallen. And then they realized they came across with the 22 fundamental beliefs that appeared in the yearbook of 1931. Und dann schauten sie noch weiter zurück und sie entdeckten 1931 eine Aufstellung der Glaubenspunkte.
die auch die Trinität beinhaltete. Yeah, and so it goes back as they discover new sources, they are able to be creative and accept new evidence. Und so konnten sie immer weiter zurückschauen und konnten recht kreativ neue Beweise aufstellen. Other groups believe that our understanding of inspiration in 1919, or better saying, Arthur J. Daniels was crucial for this apostasy. Andere sagten, dass Arthur Daniels 1919 auf der Bibelkonferenz verantwortlich war, dafür ein neues Verständnis von Inspiration hineinzubringen und damit verantwortlich für den Abfall war. But many of the independent ministries, whatever direction they come, they believe that apostasy took place in 1888. Aber viele dieser Gruppierungen glauben, dass aus welcher Richtung sie auch immer kommen, sie glauben, dass 1888 der wahre Abfall begann. And even some people believe that from in the post 1888 period the writings of Ellen White were officially adulterated by the church. Und sie gehen so weit, dass sie sagen, dass in der Zeit nach 1888 die Schriften von Ellen White von der Gemeinde verfälscht wurden. So you can choose whatever distortion you want to accept to leave the church. Also, man hat die Wahl zwischen vielen Verdrehungen, um die Gemeinde zu verlassen. Then there are some responses to it also. Und darauf gab es jetzt Erwiderungen. And the most significant response from the North American division to the independent ministries was this book here. Und die bedeutsamste Antwort auf diese Herausforderungen war dieses Buch. Yeah, the first one mentioned there. Das erste, das ihr dort seht. A summary of this book, or the first part, was published also as an insert of the Adventist Review of November 1992. Und ein Teil dieses Buches wurde auch als eine Ergänzung im Adventist Review veröffentlicht. Yeah, and then you have the third point over there, that is the General Conference took a vote on some ministries that simply do not want or did not want to cooperate with the church. Die Generalkonferenz hat eine Stellungnahme abgegeben in Bezug auf Gruppierungen, die nicht mit der Kirche zusammenarbeiten möchten. Just see the book there is it is shown over there. And soon after this book was published, the independent ministries came with their replica to it, and you have there some books. You know, the same paper, whatever, people could not miss that it was a response. Also die unabhängigen Gruppen haben dann natürlich reagiert und haben ihre Publikationen mit dem gleichen Layout verschickt. And the first one is a letter. The letter of the North American Division officers did not publish in the issue book, also the church. Hier geht es zum Beispiel darum, hier werden Briefe abgedruckt von Verantwortlichen der nordamerikanischen Division, die in diesem dicken Buch nicht veröffentlicht wurden. The real issues, the side issues and the pseudo issues. Also die wahre Streitfrage, die Nebenfragen und die Pseudo-Streitfragen. This here just change the color, but the format is the same. Is no new organization. In diesem Buch wurde nur die Farbe verändert, aber im Grunde geht es ums Gleiche. Keine neue Organisation. There is another one, the tithe problem. Und hier haben wir noch eines, das Zehntenproblem. You know, they say that your tithe would go here and there, but not for mission. Und sie sagten, da erklärten dort, euer Zehnte geht hier und dorthin, aber nicht in die Mission. Financing God's last army. Hier geht es darum, die letzte Armee Gottes zu finanzieren. And there is another one that's on the screen there from Hope International. Und da gibt es noch ein weiteres von Hope International. And what are the main issues that they raise? Und was sind die Hauptthemen in dieser Diskussion? Well, one of those is the meaning of 1888. Zum einen geht es um die Bedeutung von 1888. I personally believe, like some other people, that were the negative side and the positive also. Also ich glaube, wie viele andere auch, dass es da eine positive und eine negative Seite gab. For them it is just a negative one, a failure. Aber für diese Gruppen gibt es nur diese negative Sichtweise, eben das Scheitern.
The second one, or a second topic that we can mention, is the human nature of Jesus. Das zweite Thema dreht sich um die menschliche Natur Jesu. I think that almost all of us believe that Jesus came with a physical and morphological human nature, following human nature in the sense of receiving. He was weaker than Adam and Eve. Also ich denke, wir alle glauben, dass Jesus mit einer gefallenen menschlichen körperlichen Natur auf die Welt kam. Er war schwächer als Adam es war, körperlich. But not spiritually and morally. Aber nicht geistlich und moralisch. Otherwise he would need a savior for himself. Ansonsten hätte er für sich selber einen Erlöser gebraucht. So he was not tempted by his own spiritual fallen nature. Also Jesus wurde nicht durch eine gefallene geistliche Natur versucht. But they believe that Christ was exactly as we are, except that he did not sin in commit sinful sins. Aber sie glauben, dass Christus genauso war wie wir, mit dem Unterschied, dass er nicht gesündigt hat. And close related to it is also the theory of perfectionism. Und ganz eng verwoben mit dem ist die Theorie des Perfektionismus. The Bible and Ellen White has a doctrine of perfection. Die Bibel, auch Ellen White, beschreibt diese Lehre der Vollkommenheit. But not of perfectionism. Aber nicht des Perfektionismus. And I think that you understand the difference. Und ich denke, ihr versteht den Unterschied. Perfectionism really means that you can reach to a point where you don't sin anymore. Perfektionismus sagt, du kommst an einem Punkt, an dem du nicht mehr sündigst. And as somebody mentioned, where you don't no longer need to pray the Lord's prayer. Und wie jemand sagte, Father, forgive our sins, because we don't have sins to be forgiven. Wie jemand es ausdrückte, dass man nicht mehr das Vaterunser beten muss, ja, vergib uns unsere Schuld, weil man hat ja keine mehr. And then you have anti-Trinitarianism. Und dann gibt es die Anti-Trinitarier. And this is a worldwide problem. Und das ist ein weltweites Problem. I think that the human nature of Jesus, perfectionism and anti-Trinitarianism, it has taken over the globe. Also ich habe das Empfinden, dass die Themen der menschlichen Natur Jesu, der Perfektionismus, die Antitrinitarier den Globus erobert haben. And then you have, of course, financial problems. Und dann geht es natürlich um finanzielle Probleme. We are the only ones that preach the truth. Wir sind die einzigen, die die Wahrheit predigen. You have to pay tithe not to our organization, but to whoever preaches the truth. Ihr dürft euren Zehnten nicht mehr der Organisation geben, sondern nur denen, die die Wahrheit verkündigen. So when I say don't pay tithe to the church, also wenn ich sage, zahlt euren Zehnten nicht an die Gemeinde, I am not saying don't pay tithe at all. Dann sage ich ja nicht, zahl gar keine Zehnten mehr. But pay to myself. Sondern zahl ihn mir. That's what's behind. Das steckt dahinter. And also the problem of church organization and the authority of the church. Und dann haben wir auch das Problem der Gemeindeorganisation und der Autorität der Gemeinde. With serious problems of congregationalism. Ja, mit dem Problem des Kongregationalismus. There are some very important statements by Ellen White that we would like to read, if you could read. Es gibt einige interessante Zitate von Ellen White, die wir jetzt lesen wollen. Die Tatsache, dass es unter dem Volk Gottes keine Lehrstreitigkeiten und keine Gärung gibt, sollte nicht als schlüssiger Beweis dafür gelten, dass es an der gesunden Lehre festhält. Gott wird sein Volk aufrütteln. Wenn andere Mittel erfolglos bleiben, werden Irrlehren eindringen, die eine Sichtung herbeiführen und die Spreu vom Weizen trennen werden. Did you see what Ellen White says? Könnt ihr sehen, was Ellen White sagt? I was wondering where we would end up with our existentialism or Adventist existentialism till many of those issues were raised. I didn't get that. Yeah, I was really concerned of what would happen to us as a church under the waves of existentialism. Also ich habe mich gefragt, was mit uns als Gemeinde passieren würde unter diesen Wellen des Existenzialismus. Yes, das ist wahr. And then two people came with some heresies and some distortions, and then they were able to shake the ground, and then we went back to the Bible in order to respond to some of the issues and to Ellen White also. Ja, Leute kamen mit ihren Verdrehungen und
haben uns so durcheinander gebracht, dass wir zur Bibel zurückkehren mussten, um zu I was even tempted to write an article, but then I declined. Also ich war auch versucht, so einen Artikel zu schreiben, aber dann habe ich es abgelehnt. I would say the title would be Why I Love Heretics. Also der Titel wäre so, warum ich Irrlehrer liebe. First of all, because they challenge us to go back to the Bible and the spirit of prophecy. Zunächst einmal fordern sie uns wirklich heraus, zur Bibel und zum Geist der Weissagung zurückzugehen. And secondly, because they attract people that have that kind strong negative critical. Und zweitens, weil sie Leute anziehen, die diese sehr kritische Perspektive haben. It's unfortunately that they take those people from the church, but what can we do? Es ist there is bedauerlich, dass solche Leute aus der Gemeinde kommen, aber was sollen wir machen? There is another statement very interesting also. Hier gibt es noch eine weitere Aussage, die ebenfalls sehr interessant ist. Und daneben ist Männer, die beschäftigt sind, die Bibelarbeit vorzuführen und zu verteidigen, die Torheit und Unbeständigkeit derer zu untersuchen und hervorzuheben, die in unaufrichtiger Weise die Wahrheit Gottes zur Lüge machen, dann wird Satan genügend Widersacher erwecken, um ihre Federn beständig beschäftigt zu halten, während andere Zweige des Werkes darunter leiden müssen. Wir müssen mehr vom Geiste derer besitzen, welche die Mauern Jerusalems bauten. Wir haben ein großes Werk zu tun und können nicht hinunterkommen. Kann Satan die Arbeiter veranlassen, die Einwände ihrer Gegner zu beantworten und sie dadurch vom wichtigsten aller Werke für diese Zeit abzuhalten, dann hat er seinen Zweck erreicht. You know, should we answer all the questions that are raised? Versteht ihr, wenn wir all die Fragen beantworten sollten, die vorgebracht werden? No. Aber sollten wir das tun? Nein. If somebody is in doubt and needs our help, wenn jemand Zweifel hat und unsere Hilfe braucht, we should do our best to help that person. Dann sollten wir unser Bestes geben, um dieser Person zu helfen. But if the person knows already what is true, aber wenn die Person schon weiß, was wahr ist, and wants just to challenge us, und will uns nur herausfordern, the best is not to touch it. Dann ist das Beste, das einfach links liegen zu lassen. It's interesting that my uncle gave me once a book by Charles Spurgeon. Mein Onkel hat mir einmal ein Buch von Charles Spurgeon in die Hand gegeben. And it was in German. Und dieses Buch war in Deutsch. And the title is Reden hinterm Fluch. Reden hinterm, yeah. Reden hinterm Fluch. Flug. Yeah. Okay, Reden hinterm Flug. Yeah. And that one was written in English. The title is Mr. John Plowman. Also im Englischen heißt das Buch Mr. John Plowman. Yeah. He wrote in such a simple way that even people from the field could understand. Er schrieb so einfach, dass sogar die Leute vom Feld das verstehen konnten. And in that book, Spurgeon, he speaks about the different kinds of personalities that you meet in life. Und in diesem Buch spricht Spurgeon von verschiedenen Arten von Persönlichkeitsstrukturen, die man so im Leben trifft. And there are those that wants to fish you. Da gibt es die, die dich angeln wollen. And you have to be careful. Und da muss man vorsichtig sein. You might imagine that that will be your best meal ever. Vielleicht stellst du dir vor, das ist das beste Essen, das du dir vorstellen kannst. And then that can be the end of the story. Und das kann das Ende der Geschichte sein. It's interesting that here we have criticisms against the church. Es ist interessant, dass wir, wenn wir diese Kritik an der Gemeinde betrachten. Criticisms from outside unites the community. Kritik, die von außen kommt, vereinigt die Gemeinde. But criticisms from inside divide the church. Aber Kritik, die von innen herauskommt, spaltet die Gemeinde. And this here is not just for the 1840s and 1950s. No, it's from there on. That's the reason why I put an arrow there. It continues. Und diese beiden Pfeile hier zeigen, dass das damals begonnen hat und dann weiterging. But in the past, people apostatized from the church. In der Vergangenheit sind Leute von der Gemeinde abgefallen. And they decided to leave the church and criticize from outside. We would like them to stay, but they decided to go. Und sie haben sich entschieden, die Gemeinde zu verlassen und sie von außen zu kritisieren. Wir hätten sie gern behalten, aber sie haben sich entschieden zu gehen. But more and more, they realize that if they leave the community, they are left without our audience. Aber ja, schon bald merken sie, dass wenn sie die Gemeinde verlassen, sie kein Publikum mehr haben.
And so many of those we would like to see them leaving the church today, but they decide to stay. Und viele von denen, die wir lieber außerhalb der Gemeinde sehen würden, entscheiden sich zu bleiben. So I can say I am a Seventh-day Adventist like you are. Und so kann ich sagen, ich bin genau wie du ein siebenten Tags-Adventist. So I can speak also as you are speaking. Kann ich genauso reden wie du. And that makes the whole difference. Und das führt, das macht einen großen Unterschied. Today the challenges are much more. The problems today are much more challenging. Heute sind die Probleme viel herausfordernder. Here is a statement that I like a lot. Hier haben wir eine Aussage, die mir sehr gefällt. Es ist nicht die Irrlehre, die zum Ungehorsam führt. Es ist vielmehr der Ungehorsam, der zur Irrlehre führt. You know, usually behind a behavior or some ideas, there is a behavior. Normalerweise steckt hinter einer Idee ein Leben, ein Verhalten. And I think that we make a mistake when we try to try just to solve the doctrinal issues at a doctrinal level. Und wir machen einen Fehler, wenn wir versuchen, die lehrmäßigen Fragen nur auf der Ebene der Lehren zu klären. Don't forget that the same chapter of the Bible where Jesus says you should not to be judged. Also denkt daran, dass in dem gleichen Kapitel, in dem Jesus sagt, dass wir nicht richten sollen, and that's Matthew 7, und das ist Matthäus 7, the same chapter, verse 20 says, by their fruits you will know them. Ja, im gleichen Kapitel, in Vers 20 steht, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. I have no right to go into the intentions of somebody. Ich habe nicht das Recht, die Absichten, die Motivation eines Menschen zu beurteilen. But the external behavior of somebody can be evaluated. Ja, aber das äußere Verhalten einer Person kann beurteilt werden. Is at least what as I understand the gospel. So verstehe ich das Evangelium. You will see that when it comes to earthquakes. Wenn es zu einem Erdbeben kommt. We sometimes are concerned about the epicenter of the earthquake. Machen wir uns manchmal Gedanken über das Epizentrum eines Erdbebens. But that's not the cause. Aber das ist ja gar nicht die Ursache. That's just a consequence. Das ist nur eine Folge. The problem really is the focus of the earthquake that can be kilometers down in the ground. Ja, das Problem für das Erdbeben kann Kilometer unter der Erde liegen. If you are planning to solve some of the problems of criticisms today just by trying to discuss doctrine here, wenn ihr versucht, das mit dem Problem der Kritik so umzugehen, dass ihr nur die Lehrpunkte diskutiert, you might never be able to solve the problem. Mögt ihr niemals in der Lage sein, das eigentliche Problem zu lösen. Because you are working this level here when the actual problem is down there. Denn ihr arbeitet auf der Ebene, wo das eigentliche Problem doch viel tiefer liegt. One of the problems with this is that doctrines are being used as excuses to hide my problem. Ein Problem hier ist, dass die Lehren als Entschuldigung benutzt werden, um mein Problem zu kaschieren. What I really need is a true conversion experience. Was ich wirklich brauche, ist eine wahrhaftige Bekehrungserfahrung. But I decide to function in the theoretical level. Aber ich entscheide mich nur auf intellektueller, theoretischer Ebene zu funktionieren. Because then I don't need to change my life. Denn da muss ich mein Leben nicht verändern. I am just at that level. Ich bin nur auf diesem Level. You remember that once somebody came to Jesus, Nicodemus. Ja, denk mal daran. Nicodemus kam zu Jesus. And he said, "Let's discuss here, Lord." Und er sagte, Herr, lasst uns diskutieren. And Jesus did not answer him. Und Jesus hat ihm gar nicht geantwortet. You are coming here to discuss, but you have another problem. Du kommst hier, um zu diskutieren, aber du hast ein anderes Problem. You have to be born again. Du musst von neuem geboren werden. And if that takes place, other things will go naturally into place. Und wenn das geschieht, werden all die anderen Dinge sich von alleine lösen. And by working with many of these people, from independent ministries and critics of the church, I came to another conclusion. Und wenn ich über diese Kritiker und Gruppierungen nachdenke, komme ich zu einer weiteren Schlussfolgerung. Many of the problems are like the running bamboo. Viele dieser Probleme sind so wie ein wuchernder Bambus. You know that you have the bamboo that stays together. Ja, man hat diesen
Bambus, der bleibt zusammen. But there is another one whose roots go here and you cut over there and shows up here and when you are done with this one, another one over there. Aber es gibt so eine Bambusart, wenn man hier so etwas abschneidet, dann taucht es am anderen Ende wieder auf. My father planted this kind of bamboo close to our home when I was a child. Mein Vater hat einmal so einen Bambus bei uns zu Hause gepflanzt, als ich noch Kind war. And it was really a headache to finally to be able to take care of it. Und das machte uns fast Kopfschmerzen, das in den Griff zu bekommen. The same thing with some of those issues. You solve one doctrinal problem here, he comes up with another one. Und so ist es in diesen Dingen auch. Man löst hier ein lehrmäßiges Problem, nur damit es auf der anderen Seite ein anderes Problem wieder auftaucht. You try to solve this one, another one. Ihr löst dieses Problem, es taucht auf der anderen Seite wieder auf. And finally, the story never ends. Und diese Geschichte ist eine unendliche Geschichte. And I came to the conclusion that in many of the cases, it's more a psychological problem than really, or spiritually than really a problem of doctrines themselves. Und ich bin zu der Schlussfolgerung gekommen, dass es im Grunde mehr ein Problem der Persönlichkeit, ein psychologisches Problem ist, ein geistliches Problem, als ein lehrmäßiges. So please don't generalize. Also bitte verallgemeinet das jetzt nicht. There are good, sincere people in all these ranks. Es gibt gute, aufrichtige Leute in all diesen Gruppen. And I am not God to judge their intentions and their spirituality. Und ich habe nicht die Absicht, ihre Motive und ihre Geistlichkeit zu beurteilen. But there are also some serious distortions. Aber es gibt dennoch ein paar ernsthafte Verdrehungen. You know, if I would be a professor of physics or of mathematics, I don't need my. It would be nice if my life would back up my teachings. But this does not make so much difference. Also, wenn ich ein Professor bin für Mathematik oder Physik, dann ist es nett, wenn mein Leben das unterstreicht, ja, wenn mein Leben moralisch ist. Aber es ist auch nicht so schlimm, wenn das nicht der Fall ist. But if I teach moral standards and spiritual values, the example of my life speaks loud. Aber wenn ich moralische und geistliche Dinge lehre, dann muss mein Verhalten dazu passen. So I don't want to put everybody in the same boat, but I want just to highlight that some of the greatest critics that I have met personally or studied their lives or met in many places, they have some characteristics in common. Aber ich möchte jetzt also nicht alle in eine Schublade packen, aber durch meine Erfahrung mit diesen Menschen habe ich gemerkt, dass viele von ihnen gewisse Merkmale gemeinsam haben. One is emotional instability. Das eine ist emotionale Instabilität. And we have a technical word for it, expression that means obsessive compulsive disorder, OCD. Das deutsche Wort dafür ist so eine Zwangsstörung, eine krankhafte Zwangsstörung. So if you don't agree with me, you are my enemy. Also wenn du nicht meiner Meinung bist, bist du mein Feind. You know, the church does not need to accept everybody believing whatever they want, but at least we in a personal in our personal relationship, we should be able to respect each other. Also die Gemeinde muss ja nicht jeden aufnehmen, egal was er glaubt, aber in unseren persönlichen Beziehungen sollten wir einander respektieren. But if I am not able to respect your own ideas, aber wenn ich nicht in der Lage bin, deine Gedanken, deine Ideen zu respektieren, and I go to the level that you are my enemy, und ich komme so weit, dass ich sage, du bist mein Feind, probably I have an emotional problem. Dann habe ich wahrscheinlich ein emotionales Problem. And many of the critics have exactly this kind of behavior. Und viele der Kritiker haben genau dieses Verhalten. Those who agree are friends. Those who disagree are enemies. Wer mit ihnen übereinstimmt, gehört zu ihren Freunden. Wer ihnen widerspricht, gehört zu ihren Feinden. Behind many of those are personal frustrations. Bei vielen sehen wir persönliche Frustration. You have, for instance, Ken Wright. Zum Beispiel Ken Wright. He would like to have an office to be a president of a conference. Er wäre gern Präsident der Generalkonferenz geworden oder einer Vereinigung. Yeah. And he did not have the chance. Und er wurde nicht gewählt. And he was frustrated. Und er war frustriert. A.T. Jones also. He would like to be the General Conference President. A.T. Jones wäre gern GK-Präsident geworden. He did not have the chance. Er wurde nicht gewählt. He decided to criticize the General Conference throughout his life. Und so hat er den Rest seines Lebens die Generalkonferenz kritisiert. But can be a frustration at home. Das kann eine Frustration zu Hause sein. In the church. In der Gemeinde. In the work. Auf der Arbeit.
But that frustration is somewhere sometimes transferred to other circles. Und dann überträgt sich diese Frustration auf andere Bereiche. Many of those also suffer of moral and family problems. Viele von ihnen leiden unter moralischen und familiären Problemen. Not saying that they would be the aggressors, but they can be the victims. Und ich sage nicht, dass sie jetzt die Übertreter sind, aber sie können Opfer sein. And some people say that without a solid, good relationship, they have moral problems and. Und manche sagen, dass ohne eine gesunde Beziehung sie moralische Probleme bekommen. And the church sometimes suffers from that kind of behavior. Und die Gemeinde muss dann leiden unter diesem Verhalten. We have also financial difficulties involved. Andere haben finanzielle Schwierigkeiten. People that there were wealthy in life and then later on went in difficulties, they also have that kind of. Ja, also auch Leute, die einmal sehr wohlhabend waren und dann in finanzielle Schwierigkeiten gerieten, haben oft solche Probleme. Problems of self-esteem. Dann haben wir Selbstwertprobleme. Egocentrism. Egozentrische Einstellung. Individualism and independency. Individualismus und Unabhängigkeit. Spirit of accusation. Einen anklagenden Geist. And tendency to generalize. Und die Tendenz zur Verallgemeinerung. One worker of the church or one institution of the church does not behave well, so the whole global church has that kind of profile. Das bedeutet, wenn ein Mitarbeiter der Gemeinde oder eine Institution der Gemeinde sich nicht richtig benimmt, dann hat die ganze Weltgemeinde dieses Problem. Yeah, we have a tendency to generalization. Wir haben eine Tendenz zu verallgemeinern. But the critics are masters in generalization. Aber die Kritiker sind Meister dieser Verallgemeinerungen. But this kind of profile or these characteristics will not function just by themselves. It's just to understand, because I came to a conclusion. Also diese Merkmale erklären es jetzt nicht vollständig, aber ich kam zu einer Schlussfolgerung. You can present all the evidence to some people. Ihr könnt manchen Leuten all die Beweise präsentieren. I would be ashamed of being against the Bible and the spirit of prophecy. Also ich würde mich schämen, gegen die Bibel oder den Geist der Weissagung zu sein. But they do not change. Aber sie ändern sich dennoch nicht. Just keep moving. Sie bewegen sich einfach weiter. Why? Warum? It's not because of their characteristics where they are above good and evil, like Nietzsche said. Es liegt nicht an den Merkmalen, dass sie über Gut und Böse erhaben wären, yes, wie Nietzsche sagte. And there are also some strategies that they use. Und es gibt einige Strategien, die sie verwenden. And this is very important for you to just to have an idea. Und das ist wichtig für euch zu verstehen. These people really study the Bible and the spirit of prophecy. Diese Leute studieren die Bibel und den Geist der Weissagung wirklich gründlich. And if you don't know, please be careful, because you might expose yourself and be in trouble, because they study a lot. Und wenn ihr nicht auch studiert, dann könnt ihr euch in Probleme bringen, denn die studieren eine Menge. And then they use what can be called a psychosocial manipulation. Und dann benutzen sie etwas, was man als psychosoziale Manipulation bezeichnen kann. I memorize some 30 Bible passages and some 20 from Ellen White. Ich lerne 30 Bibeltexte auswendig und 20 Aussagen von Ellen White. And then the show starts. Und dann beginnt die Show. Do you know what the Bible says in 1 Kings chapter 7 verse 9? Weißt du, was die Bibel sagt in 1. Könige 7 Vers 9? You don't know? Du weißt das nicht? That says such and such and such. Dort steht das und das. And we have the union president here. Und wir haben den Verbandsvorsteher. What hier. Does the Bible say in Isaiah 9 verse 15? Was sagt die Bibel in Jesaja 9 Vers 15? You don't know? Du weißt das nicht? And then I just say what it's mentioned there. Und dann sag ich, and what does what does Ellen White say in the book Great Controversy, page 311, first paragraph, two lines? Und was sagt Ellen White im großen Kampf, Seite 311, im ersten Absatz, in den ersten beiden Linien, Zeilen? You don't know. Das weißt du nicht. And then and people are impressed. Is God in heaven in this man on earth? Und alle sind beeindruckt. Ja? Gott muss auf die Erde gekommen sein. But you know. What makes the difference is who holds the microphone. Aber der Unterschied ist, wer hier das Mikrofon in der Hand hält. I could impress you with some of what I memorized. Also, ich könnte euch beeindrucken mit Dingen, die ich auswendig gelernt habe.
But you could impress me also, because what I memorized might not be the same as you did. Denn, aber ihr könntet mich auch beeindrucken, denn was ich auswendig gelernt habe, mag nicht das sein, was ihr auswendig gelernt habt. And you could put me in trouble as I can put you in trouble. Und ihr könnt mich ins Schwimmen bringen, so wie ich euch ins Schwimmen bringen kann. Yeah, you cannot be impressed by this. Also, davon darf man sich nicht beeindrucken lassen. It's better to meet somebody who not even knows how to read, but is faithful to the Bible, than somebody that just can come up with this. Es ist besser, mit jemandem zu tun zu haben, der zwar nicht lesen kann, aber der Bibel treu ist, als mit solchen Leuten zu tun zu haben. Okay, supposed originality is another technique that they use. Eine weitere Technik ist diese angebliche Originalität. I was at Andrews. Ich war auf Andrews. In the library. In der Bibliothek. And then I went there to the Ellen G. White Research Center. Und da ging ich zum Ellen White Studienzentrum. And I read Ellen White's letters by myself. Und ich habe die Briefe von Ellen White selbst gelesen. And I discovered that she copied from other sources. Und ich habe entdeckt, dass sie von anderen Quellen abschrieb. This is something that already Kenwright said in the 19th century. Das hat schon Kenwright im 19. Jahrhundert vorgebracht. But I show up as if I would be the guy. Aber ich tue so, als wenn ich der Allwissende wäre. I invented the wheel. Ich habe das Rad erfunden. Nobody knew it before. Keiner hat es vorher gemerkt. I am the first one. Aber ich bin der Erste. In fourth place, they undermine the leadership of the church. Why? Because they come up with some ideas, the leadership does not endorse it, and then they have to get rid of the leadership by criticizing them. Also, sie unterminieren die Leitung der Gemeinde. Warum? Na, sie haben eine Idee vorgebracht, die Leitung war nicht dafür, also unterminieren sie die Leitung. And what sometimes happens is the person is not honest. Und manchmal ist die Person auch nicht ehrlich. And through the law of the mirror, und durch dieses Gesetz des Spiegels. I criticize other ones of what I am. Kritisiere ich andere wegen, weil sie Probleme haben, die im Grunde ich selbst habe. Lucifer in heaven was not dishonest. Also Lucifer im Himmel, er war nicht unehrlich. And he criticized God of being what he was. Aber er hat Gott angeklagt wegen der Dinge, die er in sich selbst fand. And it happens many times. Und das passiert immer wieder. And then they show up like the saviors of the church or from the church. Und dann stellen sie sich als die Erlöser der Gemeinde oder als die Erlöser vor der Gemeinde dar. And what usually happens, I start studying some Bible studies there. Also was dann passiert, ich habe with a small group. Ich studiere mit einer kleinen Gruppe. And what people like really is health reform. Und die Leute mögen wirklich die Gesundheitsreform. And then they start studying what Ellen White says about giving up meat. Und dann lesen wir, was Ellen White darüber sagt, das Fleisch aufzugeben. And that should not be buy through with tight money. We should not buy meat with tight money. Und man sollte ja auch kein Fleisch mit Zehntengeld zahlen. Yes. And so it comes, and then comes a point where I start, and how does your pastor behave? Und dann komme ich zu dem Punkt, wo ich sage, wie verhält sich eigentlich euer Prediger? Oh, he likes to eat it. Der isst gerne Fleisch. Yeah, but Ellen White says this. Aber Ellen White sagt doch das. And then things go on, and when the pastor comes to try to explain, interfere. Und dann geht die Sache so weiter, und wenn der Prediger dann kommt, um zu erklären, they do no longer trust the pastor. Dann haben sie kein Vertrauen mehr zum Prediger. And then when the church discipline is being applied, then comes number 7. Und wenn dann diese Leute unter korrigierende Seelsorge gestellt werden, und da sind wir bei Punkt 7, they fall into the martyr syndrome. Dann bekommen sie das Märtyrersyndrom. As the church was against Martin Luther, so they are against myself also. So wie die Gemeinde, wie die Kirche gegen Martin Luther war, so ist sie jetzt gegen mich. I used to respond, first you be a Martin Luther and then you compare yourself with him. Ich antworte gern so, sei erstmal ein Martin Luther und dann vergleich dich mit ihm. And to be faithful to the Bible. Und sei erstmal so treu zur Bibel. But not with this kind of weird ideas. Aber nicht mit diesen seltsamen Ideen. But this is how it functions. And then the last point is that they divide the churches. Und im letzten Punkt, ja, sie spalten die Gemeinden. Much more could be said, but we will end with
with a statement by Ellen White that I think is very interesting. Wir könnten noch mehr sagen, aber ich möchte jetzt mit einer Aussage von Ellen White abschließen, die ich sehr interessant finde. When I published the first time these ideas in an article, they said, yeah, but the prophets were critics also. I think I make a difference. Als ich das erste Mal zuerst in unseren Zeitschriften publizierte, sagten sie, ja, aber die Propheten haben doch auch kritisiert. I think that there is a difference of warning somebody. Ich glaube, es gibt einen Unterschied, ob ich jemanden warne. Because when I warn somebody, I want to uplift that person and help that person to solve the problem. Denn wenn ich jemanden warne, dann möchte ich der Person helfen und sie aufrichten und ihnen helfen, ein Problem zu lösen. But a negative critic is just to destroy. Aber die negative Kritik ist nur destruktiv. And see what Ellen White speaks about developing this critical feeling. Und schaut einmal, wie Ellen White über diese kritische Einstellung spricht. Ich schaute im Geist die geistliche Unfruchtbarkeit einiger Gemeindeglieder. Sie haben die Zeit damit zugebracht, die Rechtgläubigkeit ihrer Brüder zu überwachen. Auf jeden Fehler haben sie geachtet und jene deswegen ständig belästigt. Bei diesem Tun waren ihre Gedanken weder bei Gott noch bei der Wahrheit, sondern genau dort, wo Satan sie haben wollte, bei ihren Mitmenschen. Ihr Inneres ist vernachlässigt. Selten sehen und empfinden sie ihre eigenen Mängel, weil sie genug damit zu tun haben, auf die Fehler anderer zu achten. Sie kommen gar nicht dazu, auf sich selbst zu schauen oder ihr Herz zu erforschen. Bereits ein Kleid, ein Hut oder eine Schürze irgendeines Menschen erregt ihre Aufmerksamkeit. Sie finden immer neuen Gesprächsstoff über dieses und jenes. Die ganze Religion dieser armen Geschöpfe besteht darin, die Kleidung und die Handlungsweise anderer Menschen zu beobachten und Fehler zu finden. Sollten sie ihr Verhalten nicht ändern, wird für sie im Reich Gottes kein Platz sein. Denn auch dort wollten sie womöglich selbst noch am Herrn Mängel finden. Yes, you know that the critical spirit can become a second nature of my life. Dieser kritische Geist kann zur zweiten Natur meines Lebens werden. You can do your best, but I will always try to find some mistake in you. Ihr könnt euer Bestes geben, aber ich versuche immer einen Fehler an euch zu finden. We have to be careful. We have to overcome this kind of spirit if we want to be in heaven, because otherwise we will find even mistakes in Jesus. Wir müssen vorsichtig sein. Wir müssen diese Einstellung diese Neigung überwinden, wenn wir im Himmel sein wollen. Sonst finden wir sogar noch Fehler bei Jesus. We need less people that are able to discover the mistakes that we do. Wir brauchen weniger Leute, die Fehler entdecken können. And more people that really bring actual solutions to those problems. Und mehr Leute, die wirkliche Lösungen für diese Probleme bringen. May the Lord bless us. Möge der Herr uns segnen. Thank you. Dankeschön. I was not aware that you would come up with some questions. Otherwise, I could continue, so I would be safe. Mir war gar nicht bewusst, dass du jetzt mit Fragen kommst, sonst hätte ich noch weitergemacht. Gut, dass du pünktlich aufgehört hast. Okay. Aber danke für deine Ausführungen, Alberto, die uns nachdenklich machen und auch Anlass geben, über unser eigenes Verhalten nachzudenken. Vielleicht gleich mal eine praktische Frage. Du hast dieses interessante Zitat von Ellen White uns vorgelesen zum Schluss. Kannst du uns einen Rat geben, wie wir es vermeiden können, einen solch kritischen Geist zu entwickeln und zu praktizieren? Vor allen Dingen dann, wenn wir tatsächlich vielleicht Anlass zu gewisser Kritik sehen. Of course, I was teasing you because I consider you a friend. Otherwise, I would not do it. Also, ich habe mit dir gescherzt, weil du mein Freund bist, sonst hätte ich das nicht gemacht. I think that first of all, we don't need to say amen to everything that takes place. Zum einen, wir müssen nicht Amen sagen zu allem, was geschieht. God allows us to really reflect and to be critical. Also, Gott erlaubt uns zu reflektieren, auch kritisch zu reflektieren. But sometimes what makes the difference is not what I say, but the way I say.
Aber manchmal ist der Unterschied nicht, was ich sage, sondern die Art und Weise, wie ich etwas sage. People can easily discover if you want to help them or if you want to undermine them. Die Leute können sehr leicht sehen, ob du ihnen helfen möchtest oder ob du sie unterminieren möchtest. What usually happens, people spread out negative feelings and criticisms everywhere except to the person involved. Normalerweise verbreiten die Leute ihre Kritik und ihre Gefühle überall, aber sie reden nicht mit der Person, die es betrifft. If you want to be really a Christian, wenn ihr wirklich ein Christ sein möchtet, you should follow Christ's advice. Dann solltet ihr dem Rat Jesu folgen. Go and speak with the person. Geh und sprich mit der Person. If he accepts, perfect. Wenn er das annimmt, perfekt. If he does not accept, you did your business. Wenn er es nicht annimmt, hast du dennoch deine Pflicht getan. And you have to realize that the judge of the church is not you and I, is God. Und wir müssen daran denken, dass der Richter nicht du bist, auch ich nicht, sondern Gott ist der Richter. And I am not the savior of the church. Und ich bin auch nicht der Erlöser der Gemeinde. Christ is the savior. Christus ist der Erlöser. And he will take care of the church. Und er wird sich um die Gemeinde kümmern. But sometimes it seems that we are little saviors of the church. Aber manchmal scheint es, als wären wir so die kleinen Erlöser der Gemeinde. Yeah, if I will not do something here or there, the church will collapse. Wenn ich jetzt nichts tue, wird die Gemeinde scheitern. Be careful. Seid vorsichtig. Danke, Herr. Danke. Da ist Weisheit hinter dem, was du sagst. Ich möchte einen Gedanken aufgreifen, den du angeführt hast in deinen Ausführungen, Alberto. Ich glaube, es war auch in der Stunde davor, wo du gesagt hast, dass Ellen White in ihrer Sicht die liberalen Kräfte bei der Sichtung der Gemeinde die Gemeinde verlassen. Dass die liberalen Kräfte die Gemeinde verlassen bei der Sichtung. Während wir bei den Kritikern sehen, dass sie die Gemeinde verlassen. Meine Frage an dich wäre, was machst du, wenn du siehst, dass diese liberaleren Kräfte in der Gemeinde die Gemeinde aber nicht verlassen? I don't know what I would say, what I would do. Ich weiß nicht, was ich tun würde. But the point is, maybe I did not express myself clear enough. Aber vielleicht habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt. I am not suggesting that only the liberals will leave the church. Also ich will nicht sagen, dass nur die Liberalen die Gemeinde verlassen sollten. You know, the fanatical ones can also leave the church. Die Fanatiker können die Gemeinde auch verlassen. I can leave the church. Ich kann die Gemeinde verlassen. So, of course, those offshoots, as we mentioned, is something that are already in that direction. Und die ganzen Splittergruppen gehen ja schon in diese Richtung. You know, some people say that usually the devil tends, the temptations of the devil comes to our weakest points. Jemand sagte, die Versuchung des Teufels geschieht an unseren schwächsten Punkten. But if he can get me on my strong points, the victory will be even greater. Aber wenn er mich an meinen starken Punkten dennoch kriegen kann, dann ist sein Sieg noch größer. I have a presentation that I made once about people who left the church criticizing their own contribution. Und ich habe einmal einen Vortrag gehalten über Leute, die die Gemeinde verlassen haben und ihren eigenen Beitrag für diese Gemeinde kritisiert haben. And just in a few words, not to extend it too much. Und nur in wenigen Worten. You take for instance Samuel Snow. Nehmt zum Beispiel Samuel Snow. The one who really came up with the idea of the 1844, October 22. Das war der zusammen mit dem 22. Oktober, der diese Idee hatte vom 22. Oktober 1844, der das so klar definiert hat. Already in 1845 he was considering himself the incarnation of prophet Elijah. Also 1845 hielt er sich selbst für den Mensch gewordenen Elia. Thomas Prebble, the one who shared the Sabbath with Bates. Thomas Prebble, der Mann, der Joseph Bates den Sabbat erklärt hatte. Later on criticized strongly the Sabbath. Kritisierte den Sabbat später sehr stark. O. R. L. Crozier, who
the guy who wrote on the sanctuary later on denied everything that he wrote. Hosea, der Mann, der über das Heiligtum geschrieben hatte, hat später all das verleugnet, was er einst geschrieben hatte. Moses, who specialized himself of criticizing spiritualists, became a spiritualist. Moses Hull, der spezialisiert darauf war, Spiritisten zu kritisieren, wurde selber ein Spiritist. Dudley Kenwright, who wrote about all our doctrines, denied all them later. Dudley Kenwright, der einst zugunsten all unserer Lehrpunkte publiziert hatte, hat später all das verleugnet. Desmond Ford, who wrote his master thesis on the Daniel 8:14 in the sanctuary. Desmond Ford, der seine Masterthese über Daniel 8, Vers 14 geschrieben hatte. Later on denied what he himself wrote. Hat später verleugnet, was er selbst geschrieben hatte. So Ellen White speaks that many of us will really fall. Also Ellen White beschreibt, dass viele fallen werden. And the question is, will I be one of those? Und die Frage ist, werde ich einer von diesen sein? Ich glaube, es muss uns auch immer wieder bewusst sein, das, was gesagt worden ist, dass letztlich nicht wir, wer immer das ist, die Gemeinde rettet. Die Gemeinde gehört auch nicht uns oder mir, sondern Jesus ist der Herr der Gemeinde und er führt die Gemeinde durch alle Wirrnisse hindurch. Alberto, ich möchte zum Schluss noch eine letzte Frage an dich stellen. Ich weiß, das ist auch eine sensible Frage. Du hast uns gesagt, dass zu den Hauptthemen dieser Splittergruppen gehört unter anderem auch die Frage, wie ich die Gelder an die Kirche gebe oder welche Gelder ich an die Kirche gebe. Dort, wo die Wahrheit gepredigt wird, gebe ich meinen Zehnten hin. Ich frage jetzt einmal provokant, soll ich denjenigen den Zehnten zahlen, die nicht die Wahrheit lehren? It always depends what I believe to be the truth. Also es hängt natürlich davon ab, was ich als Wahrheit verstehe. Of course. You know that there are only two perfect people in this world. Es gibt ja nur zwei vollkommene Leute auf dieser Welt. Ich und du. And I still have some doubts about you. Und ich habe immer noch Zweifel über dich. So for my own perspective, I am always the honor of truth. Also ich bin immer... Yeah, the owner of truth, the one that owns the ich bin, truth. Ich bin immer der Besitzer der Wahrheit. But you know, Ellen White has also some statement where she says, if you come up with some idea, aber Ellen White hat auch Aussagen, wo sie sagt, wenn du mit einer Idee kommst, share it with the brethren, dann sprich mit deinen Brüdern darüber. If they do not see any light in your idea, aber wenn die Brüder kein Licht in deinen Gedanken sehen, better you keep them for yourself. Dann behalte deine Gedanken besser für dich selbst. And this is something that we have. How can I claim that the Holy Spirit speaks only to my mind instead of the minds of all of you here? Wie kann ich behaupten, dass der Heilige Geist nur durch mich spricht und nicht durch euch alle? But when it comes about paying tithe, aber wenn es jetzt um Zehntenzahlen kommt. I think that we have a church. Ich denke, wir haben eine Gemeinde. And we have evidences that this is the remnant church. Und wir haben genügend Beweise, dass dies die Gemeinde der Übrigen ist. If you don't have this conviction, better you leave the church. Wenn ihr diese Überzeugung nicht habt, dann verlasst die Gemeinde besser. I think that the members of all denominations should have this conviction in regard to the denominations where they belong to. Ich glaube, dass die Mitglieder aller Kirchen diese Überzeugung haben sollten in Bezug auf ihre Kirche. If other ones can have this conviction, why cannot I not have? Wenn andere diese Überzeugung nicht haben können, warum sollte ich sie nicht haben dürfen? And for me, what speaks very much, maybe for you it does not appeal so much, but for me, the example of the poor widow. Und was für mich ein sehr wichtiges Beispiel ist, ist das Beispiel der armen Witwe. Jesus could have said to the poor widow, you better keep your money. Jesus hätte dieser armen Witwe sagen können, du behältst dein Geld besser. The priesthood is a disaster. Denn das Priestertum ist ein Desaster. Why should you waste your few coins there with this corrupt priesthood? Warum solltest du deine wenigen Münzen dieser korrupten Priesterschaft geben? But the Christ not only praised the widow. Aber Jesus hat diese Witwe nicht nur gelobt.
but said it as an example. Sondern hat sie als ein Beispiel, ein Vorbild hingestellt. For the future generations. Ein Vorbild für künftige Generationen. So if there is corruption here or there. Also wenn es hier und da Korruption gibt. Ellen White says that this will not take away the blessing of the giver. Dann sagt Ellen White, nimmt das nicht den Segen für den Gebenden weg. God will take care of those who are misusing the tithe. Gott wird sich um die kümmern, die den Zehnten missbrauchen. But I cannot do this like they will. They are corrupt and I withdraw my tithe. So both of us are in trouble. Also wenn ich sage, die sind korrupt und ich behalte meinen Zehnten zurück, dann haben wir beide ein Problem. When I was, just to finish, when I was a district pastor, when I think it was my second year. Als ich in meinem zweiten Jahr als Bezirksprediger arbeitete. And they, in my church, there were some members that spoke only German. Gab es in meiner Gemeinde Mitglieder, die sprachen nur Deutsch. In a former German pastor came to the church called Siegfried Hoffmann. Und da kam ein früherer Prediger mit Namen Siegfried Hoffmann in die Gemeinde. And he preached a sermon just for that kind of German-speaking community. Und er predigte, erhielt seine Predigt nur für diesen deutschen Teil der Gemeinde. And he used at that time an expression that I liked very much. Und er benutzte einen Ausdruck, der mir gefiel. He says, if I sin and leave the church, that is, at least there is an explanation to it. Er sagte, wenn ich sündige und die Gemeinde verlasse, dann gibt es wenigstens einen Grund für mein Gehen. But if the other one sins and I leave the church, aber wenn der andere sündigt und ich die Gemeinde verlasse, that is unexplainable. Dann ist das unerklärlich. He should leave. Er sollte doch gehen. He stays and I leave. Er bleibt und ich gehe. Yeah, it's true. He was trying to illustrate the problem of being shocked or of the scandals. Also er sprach über das Problem, dass manche zu schockiert über die Skandale waren. Danke, wir könnten dir noch weiter zuhören, Alberto, okay, aber ja. Ich glaube, an der Stelle genug. Müssen wir einfach Schluss machen. Herzlichen Dank für deine Gedanken und wir freuen uns auch auf die weiteren Stunden, die noch vor uns liegen.